Feurio zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Forever Stranded 2 mit Kathon Miri. Ich bin Balui und es ist schön, dass ihr mit dabei seid. Ich und, bin Hallo. Und wir sitzen heute dran und machen, was wir können. Und zwar endlich dieses scheiß Ding hier fertig. Und sterben in meinem Fall. Miri ist wieder zurückgegangen zum Ort. Während Katze hat stundenlang probiert, das Ding ans Laufen zu bringen. Man kann Sachen nur in bestimmt, also da steht drin, man braucht das und das. Es steht aber nirgendwo drin, wie man es anordnen muss. Und man muss es so anordnen, wie es jetzt drin liegt. Oder was heißt, wo drin liegt? Ah, du hast da noch ein Interface. Ah. Und jetzt, wenn ich draufklicke. Ich sehe was leuchtet. So, und jetzt verbraucht das alle 15 Sekunden einen Millibucket. Bedeutet, irgendwann müssen wir halt wieder zurückkommen, ne? Erster! Sind alle fort? Hey! Erster! Hier sind überall Gräber. Erster! Oh. Fies! Erster! Nicht Erster? Nein, nicht. Warum ist mein... Ich habe goldene Äpfel gefunden. Brauchen wir goldene Äpfel? Mein Bag of Holding ist leer. Wieso ist warum ist mein Bag of Holding leer gegangen? Was zur Hölle ist passiert? Katze, kannst du mal bitte gucken, ob bei dir, warte, wo ist es? Ist da bei dir irgendwas drin? Nee, du hast den Bug. Herzlichen Glückwunsch. Die sind manchmal verbuggt, wenn du sie in Kisten und so weiter drin lagerst. Hört sich gut an. Und jetzt? Jetzt ist weg, was da drin war. Nein! Glückwünsche dich, das Problem hatte ich schon mal in Novus. Was ist jetzt weg? Ganz viele Ressourcen, die ich dann gelagert habe. Oh, unter anderem fast all unser Redstone. Oh nein. Du gehörst manchmal schon geschlagen, so ein bisschen. Da ist irgendwas gespawnt. Okay, da gehen wir nicht hoch. Ich gehe einfach aus dem Weg raus, wo ich reingekommen bin oder so. Wenn jetzt der Server crasht, dann... Wow. Lache ich dich aus? Bisschen. Was ist gerade passiert? Also im ersten Moment würde ich sagen, ist das hier eine ganz normale Overworld. Multi-Jump habe ich. Ach so. Ich war etwas verwirrt. Komm gleich nach, Blauli. Ja, ich versuche so lange nicht zu sterben. Wo sind meine Slimeboots hin? Sind fort. Ich höre Tiere. Meine Slimeboots sind weg. Nein. Wie weg? Scheiße. Ich weiß nicht, sie sind einfach weg. Ja, meine Items sind ja auch verschwunden. Nee, die waren ja in der Kiste eigentlich. Ja. Also, als ich vorhin gestorben bin und jetzt sind sie weg und jetzt hatte ich dafür ganz andere Schuhe an. Hä? Oh lol. Bei mir hat es keine Port-Animation gegeben. Ich bin direkt durchgeportet worden. Dann war das, weil die Welt generiert werden musste. Das sieht jetzt hier nicht so anders aus, als wie es sonst aussehen sollte, Katze, oder? Ist das kacke? Nee, tut's nicht. Das ist ja scheiße. Was soll ich denn jetzt machen? Sieht gut aus. Vorsichtig zurückgehen. Nimm mal Botania-Blumen mit, wenn du welche findest. Wir haben doch alles, was wir in Botania brauchen. Haben wir das, okay. Ich gucke jetzt erstmal, was in dem Buch stand. Wie ist das? Level 32 in Gathering brauche ich jetzt hier. Für was? Hier ist Wubububor. Oh nein, ich muss die Treppen hoch, steht in dem Buch. Aber da war Zeug gespawnt, da wollte ich nicht hoch. Nein. Das ist nicht fair. Was ist das da für eine Blume? Da kannst du nur ganz vorsichtig versuchen hochzugehen. Oder ich bleibe hier. Hier bleiben ist gut. Hallo Mr. Zombie. Also sind die despawn die Schuhe oder was? Die sind weg. Ja, sonst gibst du dir halt in Game Mode 1 eben. Wenn die verschwunden sind. Ich muss mir auch noch was überlegen mit den ganzen Items, die ich jetzt verloren habe, ob ich mir die wiedergebe.
So ein Scheiß, ey. Ich hätte mal ruhig meinen Pink Slime Bucket mitnehmen können, ne? Wäre schon schlau gewesen. Habe ich dir aber vorhin gesagt. Nee. Irgendwo habe ich mich doch. Jetzt ist das natürlich für euch super dunkel, Leute. Ich habe aber extra Kohle gefarmt gerade. Ich weiß nicht, warum ich keine Fackeln mache. Warum farmst du Kohle? Ist die beste Frage. Weil ich Fackeln machen wollte. Ach so. Also, sag's doch gerade noch. Also wenn ich das hier sehe, würde ich eigentlich lieber hier bauen. Bleiben wir hier. Aber es muss ja einen Grund geben, warum man hier nicht sein darf, oder? Vielleicht ist in der Nacht hier richtig Party. Blutmond dauerhaft oder sowas. Hä, wo ist denn jetzt der Weg, in den ich mich reingebaut habe? Jetzt bin ich verwirrt. Ich kann kein Holz abbauen ohne... Ja, stimmt, ohne eine Axt kann man keine Holzsachen abbauen. Aber Sticks kommen ja auch aus den Sachen raus. Gut. Ja, hier bin ich irgendwo gestorben. Ist fort. Scheiße. Ja, dann gib dir in Game Mode 1 eben die Boots. Weißt du, wie du Game Mode 1 gehst? Renne, Katze. Ich mach fies, fies. Ah, warte, Game Mode. Ich mach das für dich. Game Mode 1, Miri, 3, 3. So, jetzt gib dir deine Slime Boots. Wo sind sie? Hier haben wir mal Slime ein. Fies. Meine ganzen Eimer sind auch alle weg. Hast du sie? Nein. Schreibe ich sie falsch? Ich finde nur normales Slime und keine Slime-Boots. Haben die eine ID? Warte. Vielleicht kriege ich das ja hin. Slime. Haben keine ID. Doch mal F3. Also, sie existieren nicht. Ah. Sehe ich die denn nicht? Game Mode 1, Baloui. So. Hallo, Creeper. Du gehst oben auf Search Items und dann gibst du Slime ein. Was? Warte. Was mache ich? Also, du gehst auf dein Menü, also dein Inventar, klickst oben rechts auf das Kompass-Symbol. Ja, soweit bin ich auch schon. Ich habe da Slime eingegeben. Genau, und dann scroll mal ganz runter. Ganz, ganz, ganz unten sind die. Hä, was gerade passiert? Ich bin auf einem Mülleimer oder so. Okay, warte nochmal. Ah, da. Gefunden? Oh, guck mal, die gibt's in Rot. Gib's dir und ich setz dich zurück. Das sind Bloodboots. Okay. Und jetzt gebe ich Blauli. Mir die. Bist du fertig, Miri? Okay. Ja, Katze? Ich hab's gefunden. Sehr gut. Jetzt aber mal ernsthaft die Frage, wollen wir hier bleiben oder gehen wir an die Overworld? Schon scheiße so. Was scheiße? Ja, wenn wir jetzt hier bleiben würden. Aber ja, ich weiß ja nicht, ob es nicht gewollt ist oder so. Ich bin halt echt unsicher. Ich hab das noch gar nicht gesehen, wie es draußen aussieht. Sieht aus wie draußen. Lauli ist so hilfreich manchmal. Das ist echt unglaublich. Sieht aus wie eine normale, wenn du nachher nach Hause kommst. Aber du musst da erstmal noch die Kammer clearen. Ich will das aber eigentlich. Die Kammer des Schreckens. Natürlich, du bist jetzt gerade mal da. Willst du da nochmal hinlaufen irgendwann? Irgendwas ist explodiert. Also Glückwunsch. Ich bin in ein Loch gefallen. Oh. Das Ding hat mein Schwert droppen lassen. Jetzt habe ich ein Problem. Jetzt habe ich ein richtiges Problem. Es verreckt halt auch nicht. Jetzt hat es schon wieder mein Schwert droppen lassen. Ja, manche Mobs haben diesen Buff. Es geht nicht down! Ah, das ewig gedauert. Süß, hallo kleiner Pink Slime. Leider nicht süß, aber ich könnte den goldenen Apfel vielleicht nehmen. Vielleicht wäre das... Katze? Oh, das war knapp. Ja. Aber ein Problem. Ich weiß nicht mehr, wofür ich den Pink Slime wollte. Für die Laser. Ja, aber die brauchen wir ja jetzt gar nicht mehr. Warum brauchen wir die nicht mehr? Weil wir keinen Strom... Nein, weil du ja eh jetzt alles hast, was du brauchst, oder nicht? Ich heile mich eben nochmal voll und dann gehe ich nochmal rein. Du wolltest es für Zerdusplatz machen? Wenn ja, dann haben wir alles, was wir brauchen. Ich glaube, ich wollte das damals machen für die prismatischen Fragmente. Komm, hey. Meinst Prosperity Shards? Ja.
Ja, das ist ja auch erledigt. Können wir auch noch immer brauchen, aber wir finden sie halt mittlerweile auch. Ne? Ja, wir brauchen. Also es gibt ja hier anscheinend drei Methoden, überhaupt alles zu bekommen. Entweder machst du das über die Blumen oder über das Sieben oder über den Laser. Bei Laser brauchen wir halt erstmal eine ordentliche Stromversorgung. Aber soweit. Aber du brauchst die Overworld später noch für Astral Sorcery, fällt mir gerade auf. Ja, also geht man doch auf die Overworld, wenn man damit alles hat. Nee, aber für Astral Sorcery kannst du es auf jeden Fall brauchen. Hi, Blaudi. Ja. Hallo, Kader. Jetzt ist wieder die Animation beim Zurückgehen. Komisch. Na gut, ich meine, es heißt ja nicht umsonst Forever Stranded da in der Hölle, also bleiben wir da auch. Das heißt doch nicht da in der Hölle. Das heißt Forever Stranded da in der Höhle. Hölle. Das ist da der in Name. Der Hölle. Forever Stranded da in der Hölle wird euch präsentiert von Elbster. Kappa. Komm schon, kleiner Pinky Slimy. Ich Vollidiot. So. Und bist schon oben im Raum, Miri? Ich. Bist du schon tot? Das hätte ich gesehen. Mein Bestes, nicht tot zu sein. Aber es ist nicht so leicht. Warum lebt das Ding? Jetzt hat es keine Slimes gedroppt. Willst du mich verarschen? Hau, hau! Hau, hau ab. Ja, fies. Es hat nichts gedroppt. Aber ich kann doch nicht für jeden Scheiß mal hier hochgehen. Geh mal an den Nerven. Ein bisschen. Hau, hau ab. Hallo? Ist hier hau, jemand? Hau, hau ab. Das ist ein bisschen wie in einem Horrorfilm, wie ich hier die Treppen hochgehe. Dum, 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 dum. Tut jetzt hier irgendwo rein. Egal. I don't care. Mein scheiß Back of Holding ist kaputt. Das ist richtig geil gelaufen. Vielleicht hätten wir einen Relog, aber ich glaube nicht. Ist das ätzend. Auf jeden Fall müssten wir doch die Quest fertig haben, dass wir an die Oberfläche sollen, oder? Katze? Explosion! Nee, haben wir leider nicht fertig. Warum nicht? Hast du nicht detekten lassen? Weil die nicht richtig, sein? Weil die nicht richtig erkannt wurde. Wow. Aber das musst du damit, ja. Ein bisschen buggy, manche Quests, würde ich sagen, hm? Manche, ja. Compressed Blaze. Damit ihr halt nicht langweilig wird, Miri. Deathzone. 11 Minuten und 10 Sekunden bis zum Tod. Was? Was? Nee, ne? Nein, das ist ein Labyrinth. Oh, da ist ein Spawner. Oh, da ist ein Vieh. Das ist ein Demon Pig! Ein was? Gib die Frage gerne zurück. In was? Willst du nicht einfach zurückkommen? Das Labyrinth ist aus Bedrock. Ich komme hier nicht mehr raus. Okay. Wir haben die Certus Quarzits. Yay! Das ist doch schon mal sehr gut. Das kriege ich hin. Das ist kein Problem. Okay. Ich mach Blümchen und Botania. Das klingt nach was Nettem. Ich habe nicht viel Zeit. Da sind Melonen gewachsen. Ach, Miri ist beschäftigt. Die wird sich da jetzt nicht drüber aufregen. Nein, nein. Nein, was greift mich an? Oh, du, ne Nethermite. Ich habe keine Zeit, mich mit sowas Niederem wie dir zu beschäftigen. Ich sterbe in 10 Minuten. Sowas Niederem wie dir. Kann ich voll und ganz nachvollziehen. Ich würde auch nicht mit Baloi spielen. Hä? Was? Hast du mich gemeint? Nö, ne? Nee, eigentlich nicht. Gut. Wieso? Hast du dich angesprochen gefühlt? Nö. Nein, nein, ich war nur verwirrt. Ich hatte meinen Namen gehört, weißt du, sonst mehr nicht. Nee, ich habe Bilou gesagt. Also Bilou. Bilou. Ja. Es schmeckt ganz lecker, habe ich gehört. Ja, wenn man es unbedingt essen will, dann kann das sein. Ja, du noch nicht gegessen. Nee. Damit kann man gut abnehmen. Okay, es brennt. Ja, das kann man aber mit dem Sterben allgemein sehr gut. Also. Es wirkt abführend. Bilou-Pot-Challenge, Alter.
danke schön für den Kopfkino, ey. Hab ich doch gern gemacht, Kappa. So. Jetzt geht's wieder an Blumengieße, Leute, aber das Blumengieße ist trotzdem super mit Doberware. Kein Problem für den King. Kein Ding für den King. Gut, dass Katze auch nur ein ganz kleines bisschen den Knall hat. Nur ein ganz kleines bisschen. Und wie oft muss ich das noch sagen, dass das Schwäbeln hier verboten ist? Weiß nicht, sag das doch mal in der Abmod. Gut, Leute, nee. Das Schwäbeln ist hier verboten. Und ich hab das Zeug gefunden, ich hab den Raum gefunden. Miri hat den Raum gefunden. Wenn ihr wissen wollt, wie das da aussieht, dann guckt bei Miri vorbei. Oder bei Katze, wenn ihr wissen wollt, wie es aussieht, wenn man Blumen gießt. Oder bei mir, wenn ihr demnächst sehen wollt, wie ich Botania-Blümchen pflanze. Also bis dahin, macht's gut und vor allen Dingen bleibt schön feurig. Tschüss. Miri hat nicht Tschüss gesagt. Ich kann nicht. Ich kann auch nicht die Offenheit.